Hallo und herzlich willkommen zum einen weiteren Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Wer meinen Kanal verfolgte, weiß, ich habe neulich von Inside the Circle ein schönes Päckchen bekommen. Das habe ich hier auf meinem Kanal ausgepackt. Und da waren diese zwei schönen Midrange-Scheiben drin. Die sind von Latitude und wir haben hier einmal die Kompass mit den Werten 5501. Und dann einmal hier die andere Scheibe von Latitude, das ist die Clemo Christin Tata Team Series und die hat die Werte 55-11. So, man könnte sagen, die unterscheiden sich eigentlich kaum, außer dass ich jetzt sagen würde, die ist auch instabiler als diese. Das werden wir aber gleich zusammen rausfinden, denn ich habe bisher diese Scheiben noch nicht geworfen. Ich habe keine von denen im Bag gehabt und von meinem Bekannten hier. Wüsste ich jetzt nicht, auf welche irgendwie was von Latitude werfen. Es sein, meine ich, der Dirk. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hier schaust. Wenn wir uns aber jetzt hier den Rand angucken, ich hoffe, ihr könnt es sehen, fällt ein auf, dass hier das ein bisschen dicker ist als hier vorne. Das ist ein bisschen höher. Na, wenn ich jetzt so das mal in die Hand nehme, fasse, ja, ist die Oberfläche ein bisschen glatt. Also glatter wie sonst, die Scheiben, die ich so werfe. Aber fühlt sich gut an. Ich habe da doch genug Grip. Und jetzt hier bei dieser. Die fühlt sich schon hier ein bisschen, die Kante fühlt mal ein bisschen doller. Und auf jeden Fall, was ich merke, hier habe ich weniger Platz als da. Aber wir werden gleich mal sehen, wie die fliegen. Ich möchte euch hier nicht zu sehr langweilen. Bin gespannt, wie die sich so verhalten. Schöne Grüße hier an dieser Stelle nochmal an den Sven. Der hat ja mir geschrieben, was ich so machen soll. Annie, Heiser und dies und das am besten eine Vorhand. Mit der kann ich leider nicht dienen, sorry. Aber ich gebe mein Bestes und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video liked, wenn es euch gefällt. Und ich leg mal los und fange es mal mit so einer kurzen Position an. Bis gleich. So, die erste ist die Kompass. Das sind vielleicht 30 Meter oder so. Der Wind kommt direkt von links. Das war schon mal ein guter erster Versuch. Hola. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gesagt, die ersten Würfe möchte ich nur aus dem Stand machen, gar nicht so ziehen, erstmal die Scheiben ja kennenlernen. Oh, da wollte ich zu viel. Soviel zum Thema halbe Kraft, ich versuche es nochmal. Zu weit nach rechts gedreht. Heiser. Außenstand. Na, vermisst. Wo will ich denn hin? Das sah erstmal gut aus. Schöne Linie gehalten. Die Clemo. Oh, der war gut. Also Fakt ist, wenn man alles richtig macht, dann fliegt die Scheibe dahin, wo sie hinfliegen soll. Die Clemo auch. Das ist ja eigentlich so üblich. Aber wundert mich, dass trotz des starken Windes. Ne? So, ich versuche nochmal hier auf dieser Route zwei Annies und dann wechsle ich die Position. So, die ersten Annies mit den beiden Scheiben. Momentan ist die Kompass für mich so ein bisschen Favorit. Liegt aber wahrscheinlich auch an der Position, wo ich stehe und von wo der Wind kommt. Ne? Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Dann müsste ich nicht ständig hin und her laufen. So, Fokus an. Da muss ich natürlich zwischen den beiden Bäumen werfen. Und dann gucken wir uns doch mal zusammen die Show an. So, erstmal die Kompass. Die Theorie ist doch so, du brauchst nur die Scheibe so anstellen, die wird dann voll nach rechts weggehen. Da bin ich gespannt, ob dieser eine, ob mein Fade, die 1, ob die überhaupt dann was bringt, dass die dann zurückkommt. So, Fokus an.
Also, so und dann rüber. Okay. Ja, zu wenig durchgezogen, ne? Oh ja. Oh ja. Ja. Sehr schöner Elni, nur 30 Meter zu weit. Ich versuche noch mal mein Glück. Riecht doch gut. Aber die fliegt ganz langsam dahin, segelt mit dem Wind nach rechts. Ne? Aber ja, jetzt könnt ihr bitte gerne unter die Kommentare schreiben, ob ich mir das einbilde. Aber hier macht sich dieser eine Minuswert, ja, wie soll ich das sagen, für Annies bezahlt. Ne? Ich will gar nicht wissen, was dann passiert, wenn von der Seite von links der Wind so ballert wie jetzt und ich habe dann eine minus 4. Ne? Das ist ja die Kunst. Ja. Junge! Das war ja ein Flug, ey. Die ist mir noch ein bisschen aus der Hand gerutscht, ne? Auf jeden Fall finde ich, die Klemos segelt mehr und in den richtigen Händen ist sie auf jeden Fall an den Korb. So, ich wechsle jetzt mal die Position, damit es nicht zu langweilig wird. Fast komplett von, also fast Rückenwind. Ein bisschen von da, meine ich, kommt er. Warum ich jetzt diese Distanz nehme? Vor allen Dingen, ich würde vermutlich jetzt einen Putter nehmen als Annäherung. Aber es gibt so ja, Anfänger, die vielleicht mit einem Midrange an so eine Annäherung spielen. Und da bin ich gespannt, wie die sich dann verhält, wenn man gefühlvoll mit Rückenwind wirft. Ja, von da kommt der Wind. Hinten rechts. So. Boah, voll verrissen, ey. Alter Falter, ey. So, die ist schon mal an Korb. Die kommt, was mache ich nochmal? So, ich würde mal sagen, die Kompass ist eine gute Midrange. Ja, schön, so soll das sein. Kriege ich das nochmal mit der Claymore hin? Ach, herrlich. Um ehrlich zu sein, ich muss sagen, diese Testvideos, ne? Bitte schreibt mir unter den Kommentaren, wie ihr sie findet. Aber ich muss zugeben, das ist dann nicht nur für mich testen, eine Scheibe kennenlernen, als würde man halt sich mit anderen treffen und ihr kennt das auch so. Hey, was hast du da für eine Scheibe? Und dann wirfst du und dann guckst du und dann wirfst du nochmal, ne? Und das war natürlich cool. Ne? Ich sag mal so, Disc of Germany, wäre nett, wenn du das gerade nicht wieder klaust. Und ja, mal gucken, ob ich das mit der Kleber auch noch mal so schön sauber hinkriege. Naja, was ich sagen wollte, es ist auch eine gute Übung für mich, ne? Weil man wiederholt es und das kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn du dann am Ende im Video noch mal siehst, was man da eigentlich macht und warum es passiert, dann kann man vielleicht für sich da gewisse Schlüsse draus ziehen. So, noch mal. Glaube ich zwar nicht, aber ich gebe mein Bestes. Naja, es wurde heiß. So, ich wechsle die Position und versuche mich wieder zu beruhigen. So, jetzt bin ich an Abwurf 3. Wer in Minden gespielt hat, der weiß, die Bahn ist. So, 104 Meter lang.
Jetzt bin ich an der Bahn 3, die Bahn ist 104 Meter lang, der Korb ist dort drüben. Ich habe Wind von rechts und ich spiele die zweimal, nämlich einmal aus dem Stand nur. Da bin ich gespannt, wie viele Würfe ich brauche, mit den Beinscheiben an den Korb zu kommen. Und danach haue ich als ersten Wurf den X-Step raus, dann kommt dann ja richtig ein bisschen Speed auf die Scheibe. Und leider habe ich keine Fähnchen mit. Ich würde gerne mal schauen, wo ungefähr die landen. Ich kann ja vielleicht mit der Flasche, die ich habe, das so ein bisschen markieren, damit wir sehen, ob ich überhaupt dann weiterkomme mit Anlauf. So, erste Scheibe, Kompass. Schön gesegelt. Ich muss sagen, ich habe nicht so richtig Druck auf die Scheibe bekommen vom Griff her. Aber dafür ist sie recht weit geflogen. Gucken mal, welche weiter ist. Also, so wie ich das sehe, liegen beide ungefähr gleich, wobei ich die Kompass ein bisschen verrissen habe. Da hinten ist die Claymore. Ich werde nachher ja mal nachmessen und gucken, wie viele Meter das waren. Ich markiere jetzt mal die Distanz zu dem Abwurfpunkt. Und spiele mal mit den Beinen auf Korb 3. Mal schauen, wie die sich dann so verhalten. Okay, das war gut. Ich wollte, hat mit Absicht ein bisschen weiter rechts geworfen, weil der Wind ja richtig von rechts donnert. Ich hätte auch hier rumgehen können, aber da wollte ich wieder nicht, falls sie mir aufmacht und dann im Wasser liegt. Ich gehe mal zu der anderen Position. So, da habe ich es eindeutig besser mit der Claymore gemacht. Von da ist das Button ohne Probleme. Ja, da auch. So, ich mache das jetzt nochmal mit dem X-Step. Ich hoffe, die ist ein bisschen weiter als die Flasche, die da steht. Das ist die Markierung für den, also wie weit ich gekommen bin, Außenstand. So, ich hoffe jetzt, diese fliegt auch weiter, weil sie ja einen Minuswert hat. Oh ja, das sieht weiter aus. Da liegt jetzt die Claymore. Da haben wir die Flasche, da ist die Kompass und ich habe gerade eben geguckt, ich bin bei 77 Metern plus minus, ne? Mit Jute ist gemessen und weiß nicht, könnt ihr schreiben, ob das für eine Mittelscheibe okay ist. Natürlich, ich habe sie noch nicht so oft geworfen, ist jetzt eine schöne Ausrede, ja, aber ich finde 77 Meter mit der Midrange ist ganz okay. Aber ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht schon mal eine Bass weitergekriegt habe. Aber die war aber auch eingespielt und bessere Wetterverhältnisse. So, ich gehe jetzt an die 4. Da habe ich gleich richtig Gegenwind. Und dann gucken wir mal, wie die sich verhalten. Warum geht die so dermaßen nach rechts weg? Ich meine, die ist mir, ich habe sie so raus und dann ist sie mir nach rechts weggegangen. Gut, der Wind kommt von links. Gruß an Sven. Du wolltest ja vermutlich sowas sehen. Das war schon interessant. So, jetzt die. Da muss ich mich mehr beugen. Mehr in den Heiser raus. Junge, Junge, Junge. Das mache ich definitiv nochmal. Damit ihr wisst, wo ungefähr der Wind wegkommt und vor allem wie stark der weht. Na? Also ich war jetzt ganz schön überrascht, was mit den Scheiben passiert ist.
Ich habe jetzt die andere Kamera an für Zeitlupe, falls das nochmal passiert. Damit wir sehen, ob ich irgendwie mit meinem Handgelenk dazu beigetragen habe oder ob die Scheiben einfach bei dem Wind sagen, ne, ich mache da nicht mehr mit. So, aber ich mache mal Außenstand. Vom Flug her sah es besser aus. Vielleicht darf man da gar nicht so viel Speed drauf geben. Weiß ich nicht. Mal schauen. Nee. Also Klemo ist definitiv nicht bei Gegenwind gedacht. Ist eine andere Position. So, ich versuche jetzt ein bisschen längere Ennis zu werfen mit den zwei Scheiben. Da, wo die Flasche ist, das ist sozusagen mein Marker. Und da hinten haben wir den Aufwindkorb und ich muss einmal um diese 1, 2, 3 Bäume durch. Da kann ich auch nicht raus. Also ich hoffe, ich kriege jetzt hier einen schön langgezogenen Enni hin. Versuche ich erstmal mit der Claymore. Ja, die Richtung war schon mal nicht schlecht. So, jetzt die Kompass. Alter Falter. Die flog aber ein paar Meter. Wie geht da mal hin? Also ich würde mal sagen, mit der Kompass habe ich ein wenig überworfen. Ich habe die natürlich richtig getroffen. Das habe ich auch gespürt beim Loslassen. Da war richtig Drehung auf der Scheibe. Bei der Claymore nicht so sehr. Aber natürlich hat mir hier auch der Wind von der Seite auch gut geholfen. So, was fehlt noch? Ich glaube ein langgezogener Heiser. Weiß nicht, mal gucken. Vielleicht versuche ich da noch was. Ansonsten werde ich, glaube ich, Feierabend machen. Oh ja. Du kommst runter. Die steckt. Bisschen zu hoch geworfen, aber auf jeden Fall denke ich, habt ihr eine schöne Heiserkurve gesehen. Und es ist ein bisschen schwierig für mich jetzt, das einzuschätzen. Ich müsste, glaube ich, noch ein paar Würfe machen, damit ich genau an Korb lande, weil der Wind ballert ganz schön von rechts. Ne? Das war echt gut. So, jetzt die Claymore. Ja, dann gehen wir jetzt mal hin und gucken, wo die sind. Aber ich finde, mit Beinscheiben kann man einen guten Enni und genauso einen Heiser werfen. So, mal schauen, wie weit ich am Korb oder wie nah ich am Korb liege. So Leute, das war jetzt das Testvideo mit der Kompass und Claymore. Ich muss sagen, anfangs war meine Tendenz mehr zu der Kompass, dann später mehr zu der Claymore. Je nachdem, aus welcher Position ich geworfen habe. Aber auf jeden Fall hatte ich Spaß gehabt. Also von Anfang an war da ein gutes Gefühl beim Werfen der beiden Scheiben. Bei Gegenwind am Band 4, da habt ihr gesehen, da ist die Claymore mir sofort nach rechts abgegangen. Natürlich muss man sagen, ihr habt es ja auch an meinem Handtuch gesehen, es wehte richtig. Ich habe mir jetzt gerade so eine ruhige Ecke hier gesucht, damit ihr mich versteht. Aber sei es bei kurzen Distanzen, ja,
gerade Wurf zum Korb, da passt da alles, dann Any, Heiser, auch bei längeren Distanzen. Ich wünschte nur, ich könnte euch einen schönen Wurf auf einer Alleebahn zeigen und wo wir gar keinen Wind haben, wo wir wirklich gucken, wie schön die da durchsegeln, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, für welche ich mich doch so richtig entscheiden sollte oder will. Ich freue mich, dass ich beide habe. Nochmal danke an Inside the Circle. Ja, und wenn wir dabei sind, diese Scheiben und viele andere findet ihr wie immer bei www.insidethecircle.de. Das blende ich gerade hier ein. Und ihr findet natürlich deren Link in meiner Videobeschreibung. Und außerdem gibt es einen Rabattcode, der ist verknüpft mit jeweils, also sei es bei der Kompass und bei der Claymore. Da guckt mal in meine Videobeschreibung. Und ich danke euch fürs Zusehen und auch die Nachrichten, die ihr mir zuschickt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert und mich so auch unterstützt. Vielleicht knacken wir gemeinsam die Tausender-Marke. Das wäre cool. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, da bin ich jetzt auf Kanzersweide. Eben habe ich ja euch schon die Scheiben gezeigt mit weiteren Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Und wer meine... an mit der Claymore. Das ist eine Claymore Christin Tatar Team Series Gold Orbit mit den Werten 55-1.